Alles klar. Wie geht's dir? Frohes neues Jahr Mir erstmal. geht. Jo, frohes neues Jahr dir auch. Ja, ich bin ein bisschen müde, aber sonst geht's mir gut. Danke für deinen Raid übrigens. Hab nicht damit gerechnet. Ich habe gesehen, du bist genau um 11:30 angegangen. Da habe ich mir gedacht, der hat bestimmt mal eine Benachrichtigung gesehen und geht dann jetzt on. Aber okay. Nee, ich hatte überlegt, wenn ich genug mal, also Videomaterial zusammen habe, dass ich eine halbe Stunde bis eine Stunde streamen kann, dann gehe ich normalerweise online. Ah, okay, alles klar, gut. Was Also. hast du dir reingezogen heute? Fabian Lehr, der ein Video zur Obdachlosigkeit gemacht hat, einen ganz kurzen Clip von Jacqueline Nastic und was war denn das dritte, was wir geguckt hatten? Oh Gott. Es stimmt, das war das neue Video von Marlon. Das war das neue Video von Marlon. Ach, der hat jetzt auch ein Video über Daran gemacht, ne? Ist Ja, das der? das war Ja, tatsächlich okay. das neue. Habe ich mir noch nicht angeguckt, habe ich aber auf jeden Fall noch vor. Hast du uns heute ein bestimmtes Thema mitgebracht? Nee, also ich habe Sehr in gut. letzter Zeit, wo ich auf Twitch zu Gast war, eigentlich immer zwei Themen besprochen. Also einmal Wokismus auf Twitch, das ist ja mit dieser ganzen Shoyoka-Sache gerade. Und mit Dara und Naitan gerade ziemlich am Köcheln. Und das zweite sind die Kriegspläne der DGAP. Also das ist so ein mächtiger Think Tank, der da schon mal Kriegsszenarien gegen Russland durchgespielt hat. Ach, echt jetzt? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Gar nichts. Also ich habe mich tatsächlich Das. irgendwie so die letzten 2, 3 Wochen wirklich richtig ferngehalten von allen möglichen Nachrichten. Ich brauchte mal irgendwie so eine kleine Nachrichtenpause irgendwie. Und ich hab jetzt heute mal wieder in die Nachrichten geschaut und erfahre erstmal von diesem Hochwasser, was hier ist in Göttingen, Alter. So, und dass hier einfach diverse Straßen gesperrt waren, das habe ich einfach vorher nicht mitbekommen. DGAP habe ich auch nichts mitbekommen, auf jeden Fall. War da irgendwas in den. War das irgendwas in den Nachrichten oder war das irgendeine Recherche von dir? Das ist keine Recherche, das ist ein Papier von denen und das ist leider nur in den Alternativmedien rumgegangen. Also was in den Mainstream-Medien so ein bisschen mehr rumgegangen ist, das sind die Äußerungen von Boris Pistorius, die sehr eng mit diesem Papier zusammenhängen. Also wir müssen wieder Hui. kriegstüchtig werden, wir müssen in den nächsten Jahren ja, auf einen Angriff von Russland vorbereitet sein. Ich glaube, er hatte 4 bis 8 Jahre genannt. Im Papier der DGAP ist von 6 bis 10 Jahren die Rede. Also das geht alles schon ziemlich sehr in die gleiche Richtung. Ja, die ganzen Äußerungen, die kenne ich auch tatsächlich von Pistorius so. Also hat er nicht sogar wortwörtlich gesagt, wir müssen wieder kriegstüchtig werden? Ja, Ja, ich ne? sag's ja, diese Äußerungen von Pistorius, die sind wirklich selbst von Tagesschauen so rezipiert worden. Aber die strategischen Planungen dahinter, die halt in solchen Thinktanks teilweise laufen, die werden dann ignoriert. Oder die kriegen die Journalisten da schlichtweg nicht mit. Ich habe keine Ahnung. Wer weiß. Also, was ist das für ein Think Tank? Wo kommt der her? Was ist das? Was machen die? Das erkläre ich tatsächlich auch in meinem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich mir die Geschichte mal kurz angeschaut. Die DGAP wurde in Zusammenarbeit vom Council on Foreign Relations und Chatham House gegründet. Also das sind ein britischer und ein amerikanischer Think Tank, die da sehr einflussreich in der Außenpolitik der jeweiligen Länder waren und die halt die Hegemonie des britisch-amerikanischen Bündnisses über große Teile der Welt aufrechterhalten wollen. Also das ist das Ziel dieser Denkfabriken. Chatham House, wo ist aus dem Kreise der Delegation der britischen Verhandler während den Friedensverhandlungen von Versailles entstanden und das Council on Foreign Relations ist aus dem Kreise der amerikanischen Verhandler entstanden. Also es sind sozusagen Pendants. Und die haben beide das gleiche Ziel, nämlich ja, die derzeitige Weltordnung aufrechtzuerhalten. Damals, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, richtete sich das gegen das geschlagene Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die siegreiche Sowjetunion. Und heute richtet sich das vor allem gegen die aufstrebenden Staaten, allen voran China. Also die gibt's auch schon richtig lange, oder wie? Ja. Ah, okay, krass. Bei beim Council on Foreign Relations, das war früher sogar mal noch einflussreicher, als es heute ist. Also die Hälfte aller amerikanischen Regierungspolitiker aus den Jahren 1945 bis 1972 waren Mitglied des Council on Foreign Relations. Krass, Mann. Und was denkst du? Also gut, jetzt sagte Pistorius, also Pistorius wirkt, also nein, er hat ja sogar gesagt, dass Deutschland soll wieder kriegstüchtig werden und so weiter und so fort. Jetzt mal, lass mal ein paar Horrorszenarien durchgehen. Da grinst er.
Was glaubst du, was, also steht uns das wirklich bevor, so eventuell eine Auseinandersetzung mit Russland so in der nächsten Dekade oder wo soll das alles Also hinführen? das, was die DGAP da in ihrem Papier durchgeht, also ein konventioneller Krieg mit Russland auf NATO-Territorium, das halte ich für komplett unrealistisch, weil Russland nicht so verrückt wird und NATO-Territorium angreifen wird. Also Ja, da aber würde man mit andersrum dem Dritten vielleicht. Weltkrieg spielen. Ja. Ja, aber auch die NATO wäre nicht so verrückt, direkt Russland anzugreifen. Also wenn Ja, uns klar. Kriege mit Russland bevorstehen, dann sind das Stellvertreterkriege. Dann sind das keine Kriege, die auf dem Territorium der jeweiligen Bündnispartner stattfinden, sondern das sind dann Kriege, die beispielsweise in Moldawien, Georgien, Aserbaidschan, Armenien oder jetzt gerade in der Ukraine ausgefochten werden und nicht auf dem Territorium von NATO-Staaten oder von Russland. So schlimm das klingt, das beruhigt mich schon fast. Aber Könntest du eingezogen werden, wenn es schlecht läuft? ja, stimmt, hast auch wieder recht. Hast auch wieder recht. Ja, stimmt. Ja. Steht Ja, aktuell noch gut. das Grundgesetz gegen, aber wer weiß, wie lange das hält im Kriegsfall. Ja, klar. Ja, gut. Ja, ja, okay, lass doch nicht spekulieren. Nee, aber ja, heftig, heftig. Wenn Pistorius jetzt irgendwie sagt, ja, wir müssen wieder kriegstüchtig werden und so weiter und so fort, dann heißt es ja, ja, oder ja, gut, ist ja dann Deutschland, NATO. Ja, NATO-Staaten werden dann mitmischen, ne? Ja, sehen wir ja gerade in der Ukraine. Also in der Ukraine, die bekommt ihre gesamte militärische, also fast ihre gesamte militärische Ausrüstung, ihren Haushalt, also alles, was sie eigentlich zum Kämpfen braucht, bekommt sie aus den NATO-Staaten. Dieses Land ist alleine nicht mehr überlebensfähig. Boah, ich habe ja Und einen das wäre in sehr. Moldawien nicht anders oder in Serbien oder in Aserbaidschan, dass die NATO da extrem mitmischen würde oder eben auch Russland. Wie ist denn wie ist denn überhaupt momentan der Stand im Ukraine-Krieg? Gibt es da irgendwelche besonderen Neuheiten? Ist irgendwas Besonderes passiert? Nee, und das ist ja, das ist eigentlich die Nachricht. Der Frontverlauf bewegt sich nicht groß. Weder Russland noch die Ukraine schaffen es, Großgeländegewinne zu verschaffen. Und die ukrainische Sommeroffensive, das sagt mittlerweile sogar schon das österreichische Bundesheer, die ist Gescheitert. gescheitert. Das heißt, die Frontlinien, die bewegen sich nicht groß und es werden noch extrem viele Menschen sterben, bis es zu einer ja, zu relevanten Bewegungen der Front kommt. Und wenn es zu solchen Bewegungen kommt, dann werden die eher zum Vorteil Russlands sein, weil es in einem langen Abnutzungskrieg eben wichtig ist, wer seine Verluste als erstes ersetzen kann und nicht, wer die besseren Generäle hat oder die bessere Taktik, sondern schlicht und ergreifend, wer mehr Material an die Front schaffen kann. Und das ist Russland allein aufgrund seiner demografischen Überlegenheit schon. Klar, also zumindest solange die Amerikaner und die NATO und so weiter nicht unterstützen, ne? Ja, Es ist doch und in diesem tatsächlich so. Kontext, ja. Ja, bitte? Ja, in diesem Kontext muss man auch diese ukrainischen Forderungen, dass jetzt ganz viele Wehrdienstverweigerer aus dem Ausland einziehen wollen, also haben noch keine Bescheide verschickt, aber der Plan ist, dass sie die auch irgendwann wieder kämpfen sollen, dass sie diese Leute jetzt quasi schon anbetteln, zurück in die Ukraine zu kommen und dass hierzulande schon einzelne Politiker wie Roderich Kiesewetter fordern, diesen Leuten ihr Bürgergeld zu streichen. Ja, Also in diesem voll Kontext krass, ist das ne? zu werden. In der Ukraine gehen die Soldaten aus. Ja, Mann, das ist richtig heftig. Hier, ich weiß nicht, ich glaube, es war der belgische oder der dänische Innenminister, der hat da ja auch irgendwie schon so ein paar Äußerungen getätigt, dass die da teilweise Leute irgendwie zurückschicken wollen und so weiter und so fort. Und ich hab einen sehr guten Freund, der ist Ukrainer und der hat mir das auch erzählt. Ich hab den am ersten Weihnachtstag gesehen. Ja, und der sagt auch, also wenn die das durchziehen, droht ihm das, ne? Dass der tatsächlich hier in Deutschland dann Post bekommt, so vom ukrainischen Heer. Würde er denn da hingehen? Also ich kann ihm nur davon abraten. So, ne? Ja, deswegen, und Ich weiß es Deutschland kann nicht. ihn eigentlich nicht zwingen. Also Nee, eigentlich eben. haben wir ja in unserem Grundgesetz das Asylrecht und in Artikel 1 die Menschenwürde, die es eigentlich verbietet, Menschen einer menschenunwürdigen Behandlung Ja, in oder körperlichen Kriegsgebiete Zwang oder sowas auszuliefern. auszusetzen. Also ja, deswegen. Also eigentlich müssten diese Leute hier in Europa sicher sein, aber wir sehen in Polen schon, dass das aufgeweicht wurde. Polen hat beispielsweise einige Menschen abgeschoben, die anderen Leuten in der Ukraine geholfen hatten, illegal aus dem Land zu fliehen. Also Schmuggler quasi. Echt? Und ja, Wow. das ist dann die Vorstufe, dann Wehrdienstverweigerer auszuliefern. Ach, heftig, Mann.
Ja, gut, da Also. hängen natürlich auch immer so soziale Gegebenheiten dran, ne? Ich meine, in seinem Fall irgendwie so, seine Eltern sind da, so, ne? Das ist natürlich immer scheiße, sowas, ne? Also seine Eltern leben in Kiew. Er kann da jetzt nicht, natürlich nicht mal einfach so eben für einen Besuch rüberfahren oder so, ne? Das geht in dem Fall nicht. Was würdest du machen in dem Fall? Wenn du jetzt Ukrainer wärst, wie würdest du das handhaben, wenn du ein ukrainischer Student im Ausland wärst? Ich würde nie und nimmer zurückkommen. Nee, ich auch nicht. Also, kann ich auch ganz ehrlich sagen, würde ich auch für Deutschland nicht machen. Nee, ich auch Also. nicht. Also, da müsste man mich schon zwingen, auf jeden Fall. Ja. Ja, im Ausland kann ich ja theoretisch keiner zwingen. Wie gesagt, wenn da alle Gesetze eingehalten werden. Klar. Wenn da irgendwas droht, dann kann man innerhalb der Europäischen Union, wenn einzelne Länder wie Polen da beispielsweise ausscheren und dann anfangen, Leute abzuschieben, kann man ja einfach ins Nachbarland weiterreisen. Also. Ich Klar. glaube deswegen ehrlich gesagt nicht, dass wir großflächige Deportationen von Ukrainern jetzt in die Ukraine sehen werden. Also Nein, das das glaube ich auch da. nicht. Das wäre ja geisteskrank. Was wird das für Bilder in den Nachrichten erzeugen? Ja, aber dass man so auf so Druck im Sinne von wir kürzen denen jetzt Leistungen oder so, dass man darauf Ach setzt. so, ach so. Ja, Also gut. das könnte passieren. Klar. Wir wissen es nicht genau. Ja, schwieriges Thema immer mit der Ukraine, auf jeden Fall. Ja, bin gespannt, wie das da weitergeht. Jetzt kommt ja wieder das Frühjahr. Ja, gut, mal schauen, mal schauen. Ich bin sicher, du wirst uns auf dem Laufenden Ja, halten. ich sehe ja auch nur, was Journalisten dazu schreiben. Also ich Klar. bin militärisch absoluter Laie. Also ich kann auch nur mir die Frontverläufe angucken und halt sehen, was in den Zeitungen steht. Weißt du, wer auch ein militärischer Laie ist? Tobias Huch. Was hast du denn? Was hast du denn mit dem gemacht? Ja, du Also warst noch ich hatte nett, du bei. warst noch nett, du hast ihn nicht komplett bloßgestellt, so. Hast du das schon selber gemacht, aber. Ich habe bei Imp eigentlich nur das, was ich bei dir gerade in Kürze vorgestellt hatte, nämlich die Kriegspläne der DGAP rezipiert. Imp hatte auch einige kritische Fragen gestellt. Und dann so nach einer Stunde ungefähr meinte Tobias Huch, er wollte dazukommen. Und da habe ich Genau. gesagt, ja, natürlich, gerne. Mit dem FDP-Politiker habe ich ja noch nie diskutiert. Also ja. Und dann Ja, hatten wir halt eine Diskussion. Also kann sich ja also jeder ansehen. Den Ukraine-Teil der Diskussion, also wir haben ja auch noch über andere Themen diskutiert, den habe ich auch auf meinem Erstkanal hochgeladen. ja. Ja. Ich habe es auch bei Imp gesehen. Ich habe auch schon eine Reaction dazu gemacht. Also ich habe mir das ganz genüsslich habe ich mir das reingezogen. Also mit Srebrenica hast du ihn natürlich komplett hops genommen, ne? Also, das muss man ja schon sagen. Ja, das hatte er früher tatsächlich schon mal bei einer Diskussion mit Proletopia gebracht. Echt? Also es ging, wie gesagt, um den Kosovo-Krieg und er bringt dann Srebrenica rein, was damit nichts zu tun hat. Ja, da hat er ein bisschen blöd ausgesehen auf jeden Fall. Ich fand auch diese Takes lustig, ja. Ich kenne mich mit Wirtschaft überhaupt nicht aus und so weiter und so fort. Voll halt von einem FDP-Politiker, der gerne Ämter hätte. So. Schon ganz Naja, er hat ja lustig Frank irgendwie. Schäffler vorgeschlagen, also diesen libertären Bitcoin-Befürworter, dass man sich mit Wer dem mehr ist das? auseinandersetzen Wer sollte. ist das? Den kenne ich gar nicht. Ich kenne ihn auch nur, weil er halt auf Twitter einige sehr loste Takes rausgehauen hat und schon häufiger auf Thema auf dem Kanal von Maurice Höfgen war. Ach so, okay. Ach, das ist so ein Krypto-Typ oder was? Ja. Ja, wir sollten die Zentralbank abschaffen. Bitcoin ist die Lösung, Bitcoin bedeutet Freiheit, wir brauchen eine strikte Begrenzung der Geldmenge, all das. Also diese ganzen, ja, monetaristischen Talking Points und dann noch eine sehr radikal-liberale oder kannst du es libertäre Ideologie nennen, die der hat. Also Tobias Huch meinte auch, der hat sich mittlerweile schon gemäßigt. Sah bei all dem, was ich in jüngster Zeit so von ihm gesehen habe, nicht so aus, aber ja. Wie gesagt, schaut auf dem Kanal von Maurice Höfgen vorbei. Gebt in YouTube-Suchleiste einfach Maurice Höfgen und Frank Schäffler ein, dann findet er da einiges zu. Wie ist überhaupt deine Meinung zu Kryptowährung? Also sie können sinnvoll sein, um halt Transaktionen durchzuführen, ohne dass man aufs Bankensystem angewiesen ist. Also genauso wie Bargeld. Also das ist ja auch ein Grund, weswegen Bargeld auf jeden Fall erhalten bleiben sollte.
Aber sie sind kein Ersatz für eine staatliche Währung. Dazu fehlt ihnen eigentlich jede Eigenschaft und die wesentlichen Vorteile staatlicher Währung, die haben sie eben auch nicht. Wie beispielsweise ein stabiles Zinsniveau, einen stabilen Geldwert. Das ist eigentlich alles, was man braucht, um mit einer Währung vernünftig zu wirtschaften. Okay. Du hast auch selber nie irgendwie, hast du irgendwelche Kryptowährungen oder irgendwas? Hast du dich da mal irgendwie näher mit beschäftigt? Hörst du mich noch? Ich höre dich, du warst gerade kurz weg. Was hast du die letzten 10 Sekunden gesagt? Ich hab dich gefragt, ob du irgendwelche Kryptowährungen mal besitzt oder immer besessen hast oder so. Nein. Okay. Ich glaube, ich habe Bitcoin im Wert von 9 Euro oder so. Ich habe mir einfach irgendwann mal so 0,00001 Bitcoin geholt oder so. Ich weiß auch nicht warum. Dabei ist alles, man kennt's. Ja. Ja, wenn du es früh genug gemacht hättest, hätte sich vielleicht gelohnt. Ey, ja, Mann, also so, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren so, ne? Da hätte man mal für 10 Euro Bitcoin einkaufen müssen. Dann hätte man jetzt auf jeden Fall gut ausgesorgt. So, naja, schade. Habe ich auf jeden Fall nicht gemacht, ja? Ja, solange der Wert so hoch bleibt. Also du Klar, weißt bei klar. so Spekulationsblasen nie, wie lange die sich halten. Also es gibt ja kein objektives Maß, das bestimmt, wie so eine Wechselkursrelation zwischen mehreren Kryptowährungen sein sollte. Also da die Kryptowährung, wo am meisten Geld von Spekulanten reinfließt, die entwickelt sich halt am besten. Und du hast jetzt Alt-Kryptowährungen wie Bitcoin, die noch verhältnismäßig stabil sind, und dann neuere Kryptowährungen, die teils komplett wertlos geworden sind. Ey, debattier doch mal mit dem Blocktrainer. Kennst du den? Ja, den kenne ich. Dara hat auch schon mal mit ihm geredet. Hat sich gut blamiert, natürlich, wie in jedem Gespräch, was er führt. Aber bei dir würde ich es mir gerne anschauen. Boris Höfgen hatte schon mal mit dem diskutiert. Ich Ja. hatte ja auch schon einige Libertäre zu Gast, also muss ich mal gucken. Die nächste, ich habe jetzt wegen Studium noch einiges zu tun, aber die nächste Zeit, wo ich wieder Zeit für Gespräche hätte, wäre dann wahrscheinlich so März, April. Muss ich mal gucken, ob ich da solche Debatten organisiert kriege. Ich glaube ehrlich gesagt, dass meine Reichweite zu klein ist, um solche Leute an Land zu ziehen. Oh, ich glaube, Dara war damals deutlich kleiner als du. Allerdings glaube ich auch, dass Dara es so ein bisschen verkackt hat. Ich glaube, seitdem hat er keinen Bock mehr so ein bisschen auf diese Bubble. So. Die hat sich nämlich teilweise echt aufgeregt in dem Gespräch. So. Dara kam natürlich sofort mit der Verschwörungs- und Nazi-Keule und so ein bisschen. Und ja, genau. Diese Geschichten halt so. So ähnlich wie er das bei dir halt auch gemacht hat. Nur bei dir hat es ja sogar noch in den Titel geschrieben. Nee, bei mir hat das gar nicht mehr im Gespräch gemacht, sondern hinterher. Also im Ja, Gespräch, wir im hatten völlig Titel. normal miteinander geredet. Und ich hatte ihn auch hinterher direkt gefragt, eigentlich wollten wir ja eine Debatte über, ach, da wären wir jetzt sogar schon bei unserem nächsten Thema da, aber das geht heute richtig flüssig. Ich hatte ihm nach dem Gespräch gleich geschrieben, wollten wir jetzt eigentlich über unser eigentliches Thema debattieren, also Identitätspolitik, denn darüber hat er ja überhaupt nicht debattiert. Er hat ja 1,5 Stunden versucht, Sarah Wagenknecht irgendwelche Verschwörungstheorien nachzuweisen, die sie nicht verbreitet hat, weil er sich das einfach ausgedacht hat, wie so häufig. Und er so, nee, 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 das können wir in einigen Monaten wieder machen. Als ich da gesehen habe, was er dann da so später über mich erzählt hatte und da einen Titel geschrieben hatte, da habe ich ihm dann halt geschrieben, lass das, hör auf damit, dann hat er mich ignoriert. Ja, okay. Ja, typischer Damit war das eigentlich Dara-Move. vorbei. Ja, Ja. safe. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, war das, hattest du ihn gefragt oder war das Imp? Wer von euch hat ihn nochmal gefragt, ob er, wenn er sich zwischen Sarah Wagenknecht und Christian Lindner entscheiden müsste, Imp. würde, ja, das war Imp, okay, dann wird er Christian Lindner nehmen, ne? Ja, Dara würde gut in die FDP passen. Ey, safe, safe. Also jetzt in dem Boris von Morgenstern-Gespräch hat er das ja auch noch mal ganz gut gewhite-knighted, ne? Da hat er ja gesagt so die hat er die ist immer größer werden der Armuts der Arm-Reich-Schere und so weiter als linke Schwarzmalerei bezeichnet und so. Also Ja, das sind doch Thomas Piketty FDPler. beispielsweise, linker Schwarzmaler. Also der Ja. hat ja nur zig Statistiken, die das empirisch sehr, sehr gut belegen, dass die Armut, Ja, also dass die ja. Ungleichheit seit den 80ern extrem explodiert ist in vielen Ja, Industrieländern. so Gerade das in Deutschland zweifelt die auch niemand an. Vermögensungleichheit. Ja.
Alles Schwarzmalerei. Ja, Hammer. Doch, wenn Mut, hat er Ja, gesagt. aber ich fand das Gespräch mit Boris von Morgenstern schon krass. Also Boris von Morgenstern war da kritischer und eigentlich hat teils linkere Positionen vertreten als Dara. Ja, klar. Also Boris von Morgenstern vertritt natürlich in diesem Sinne keine linken Positionen. Ne? Er ist ja ganz eindeutig AfD-Vorfeld. So, ne? Er hat Aber Dara eine Frage gestellt, die ja. Dara nicht beantwortet hat. Wer Ja. waren die Scharfschützen im Maidan? Ja, genau. Oh, das ist natürlich auch eine Frage, ey. Das ist natürlich Hammer. Ja, aber ich glaube, er hat einfach in dem Moment auch nicht verstanden, so, hä? Hä, der ist doch ein Linker, der müsste doch jetzt eigentlich so und so antworten und jetzt sagt er das so, ne? Hat glaube ich keiner so richtig verstanden irgendwie, aber ja, gut, Ja, ja. aber dass Dara NATO-konform ist, das wissen ja eigentlich alle. Ja. Nee, eigentlich, das fand ich auch so lustig. Diese Leute, die bei jeder kleinen Äußerung von irgendeinem AfD-Politiker ausrasten, stört das überhaupt nicht, wenn Rechtsradikale, also die führend bei Protesten mit dabei sind, eine Regierung unter Drohung eines Revolutionstribunals mit Todesdrohungen außer Landes treiben, wenn da rechtsradikale Partei nach dem erfolgten Putsch einer Regierung beteiligt wird. Das Ja. ist alles überhaupt kein Problem. Und faschistische Milizen dann marodierend durchs Landesinnere ziehen und da friedliche Demonstranten niederschießen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber Ja, wehe, ein AfDler sagt mal ein falsches Wort. Also, ja. wenn das, was ich gerade in der Ukraine beschrieben habe, wenn das passiert, dann ist das laut Dara eine demokratische Revolution. Naja, defizitäre Also, Demokratie, ne? nee, ja, was heißt defizitäre Demokratie? Also Ja, danach ist die Tobias Huch hat Ukraine ja das ja so nicht eine komplette bezeichnet. Diktatur geworden. Also das ist ja ein schrittweiser Prozess seit 2014, der sich im Kriegsbeginn nochmal enorm verschärft hat. Aber Ja, Hybridregime haben wir ja im Demokratieindex gesehen, ne? Hat Imp ja gezeigt, ja, diese Hybridregime. Demokratieindizes sind sowieso ein bisschen komisch. Also den Imp da hatte, den hatte ich mir noch nicht genau angesehen. Die sind ja alles relativ ähnliche Demokratieindizes. Der eine, der kommt ja vom Freedom House. Von wem wird Freedom House finanziert? Größtenteils von der US-Regierung. Also da kannst du dir Ja. denken, was bei solchen Demokratieindizes da rauskommt. Ja, gut, ich fand das nur so lustig, weil er sich noch kurz, also Tobias Huch, kurzzeitig über das Wort Regime beschwert hatte. Und dann wird das da halt selber verwendet, so, also. Das war auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Ja, du hast ihm auf jeden Ja, wie gesagt, Fall. ich bin bei so solchen zusammengesetzten Indizes sehr, sehr vorsichtig, wenn ich mir nicht genau die Methodik angeschaut habe oder welche Organisation das da aufsetzt. Und wie gesagt, das fand ich bei Dara so lustig. Also wenn eindeutig ein antidemokratischer Putsch stattfindet, dann leugnet er den einfach. Bei Trump oder bei allen anderen, wo man drüber streiten kann, also jetzt Regierungsgebäude von Demonstranten stürmen lassen, ist jetzt sicherlich nicht demokratisch. Aber was in der Ukraine passiert ist, das ist ja schon noch mal eine deutliche Stufe über dem, was beim Kapitol passiert ist. Ja, also ja, also ich habe da ganz schlimme Videos gesehen, ne? Ich meine, es gibt da ein paar ganz gute Dokumentationen drüber, wo es Journalisten gab, die teilweise wirklich sehr nah am Geschehen waren. Und das war Wo jetzt Maidan oder? ja, genau, richtig. Oder auch Donetsk. Also das waren ja Borderlands-artige Zustände teilweise. Also das war ja richtig krass, ne? Richtig übel. Wusstest du, dass ich mal Mod bei Dara war? Nee, nee. Ja, doch. Ist schon 2 Jahre her. Ich habe dann irgendwann mal irgendwas Dummes gesagt und die ganze Bubble gegen mich aufgehetzt. Da hatte mich, ohne irgendwas zu sagen, hatte mich dann entmoddet und gebannt. So, seitdem habe ich nie wieder was von dem gehört. Das wäre einer der wenigen woken YouTuber, wo ich mich freuen würde, wenn ich den noch mal im Talk hätte. Echt Das ist jetzt? ja unglaublich anstrengend mit solch, ja, ich Ja, das. hätte dann einige Sachen. Wie gesagt, unsere letzte Debatte wurde ja noch nicht abgeschlossen. Ja. Ja, okay. Ja, gut, aber. Ist das so schwer? Hast du ihn mal wieder gefragt oder was? Also, Wie gesagt, ich hatte ihn gefragt, er hat mich wegignoriert. ach so, okay, alles klar. Bist du gebannt bei dem im Chat? Ja. Okay, krass. Ja, okay, alles klar. Ja, du warst jung und brauchtest das Geld, schreibt Ben Mut. Ja, richtig, genau, so eine Zeit war das. Ja, Leute, also, ihr habt's gehört, der Agitator würde gerne mal wieder mit Dara reden. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, mit Dara zu sprechen, dann macht ihn doch mal bitte darauf aufmerksam, dass er die Nachrichten vom Agitator prüfen möchte. Ja, Mann.
Nee, das hatte ich auf Twitter geschrieben. Das war mein alter Account. Das sieht dann nicht mehr die alten Nachrichten. Ja, okay, alles klar. Gut, schreib ihm eine neue. Ja. Vielleicht geht er drauf ein, ja. Dara traut sich das eh nicht, schreibt Günni. Ja, also, naja, nee, wahrscheinlich nicht. Ja, Ja. das ist bei Dara immer so. Ich habe auch gesehen, entweder, ich weiß nicht, ob das vor oder nach mir war, mit irgend so einem relativ unbekannten konservativen YouTuber da diskutiert hatte. Wolf oder so hieß der. Kennst du wahrscheinlich auch nicht. Wie heißt der? Der Dave. Gibt es ein Gespräch? Also ich weiß auch nicht, ob der einen eigenen Kanal hat. Auf jeden Fall ist der in dem. Er hat auf jeden Fall professionelles Mikrofon, professionelle Kamera. Also der scheint sich damit ausgekannt zu haben, was er da gemacht hat. Und der hatte wirklich viel, viel bessere Argumente als Dara. Und Dara schreibt dann in den Titel. Oder schaut es euch an, AfD-Fan total zerstört. Ja, okay. Obwohl da Hä? kein einziges Argument hatte, außer Verschwörungstheorie. Okay. Aber das ist jetzt nicht links der Mitte oder so. Nein, 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 nein. Okay, okay. Jemand, der die AfD mochte. Ach so, okay, alles klar. Ja, gut, das habe ich dann wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Aber der hat ja vorhin ein neues Video hochgeladen, den zweiten Teil jetzt von Boris und ja, von Boris von Morgenstern und ihm, ne? Hat er vorhin hochgeladen. Ja. Ja, hier geht es gerade ein bisschen ab im Chat. Zu Fußraid von Proletopia. Ja, okay, alles klar. Was? AfD-Fan total zerstört. Debatte heißt das Video einfach nur. 4 Monate alt. Okay. Ach, echt jetzt? Das habe ich nicht gesehen. Ja. Das muss ich mir mal eben kurz reinziehen, warte. So. Okay, muss ich gleich mal eben suchen. Ja. Darauf hatte Kaspar damals reagiert, sonst wäre ich darauf auch nicht aufmerksam gemacht. Sonst wäre ich damals darauf auch nicht aufmerksam geworden. Meine Güte, ist es spät. Ich verfolge Daras Kanal ja nicht so regelmäßig. Ja, nee, ich auch nicht. Ich auch nicht so. Ne? Also braucht man ja auch nicht. Man kriegt ja alles mit. Also sobald er irgendwie irgendwas Dummes gesagt hat, ist es ja wieder auf allen Kanälen. Also, das ist doch Und es hervorragend. gibt auch einige Talks, die sind tatsächlich sehenswert, und zwar die mit Wolfgang M. Schmidt. Und die kriege ich halt auch mit, weil ich Wolfgang M. Schmidt eigentlich fast überall folge. Ja, das war, die sind sogar schon recht alt tatsächlich, glaube ich, so, ne? Ja, da gibt es Vergleichsmäßig. mehrere. Einige sind jünger. Das Ah sind ja, okay. mehrere. Hast du schon mal versucht, Wolfgang M. Schmidt zu Gast zu bekommen? Nein, also mir fallen diese Gespräche auch schwer, ehrlich gesagt, so mit Wolfgang M. Schmidt, so jetzt, wenn es so richtig deep in Politik reingeht oder auch mit dir zum Beispiel über VWL oder generell globale Politik und so weiter. Ich lasse mich da immer sehr gern berieseln. Aber ich sehe mich jetzt auch nicht so unbedingt in der Position, da jetzt irgendwie so eine krasse Debatte zu führen und so weiter, weil ich halt einfach nicht so im Thema bin. Ich bin viel eher so, ich gehöre eher mehr so zu diesen Arschlöchern, die an der Seitenlinie stehen und da irgendwas reinrufen, so. Und den ganzen Gossip drumherum, das ist, glaube ich, eher so mein Ding, ne? Aber Ja, deswegen, ich finde darüber könnte ich mit ihm reden im Grunde. Aber ich habe nie angefragt, nein. es. Stimmt, Wolfgang M. Schmidt hat vor kurzem auf seinem Neue 20er Podcast eine total lange Analyse über diesen Kuchen-TV-Joker-Streit hochgeladen. Ach, echt jetzt? Was war Reden die sein da Fazit? über 1 Stunde? Ja, ist halt problematisch, dass Plattformen und Gerichte immer mehr darüber entscheiden können, was gesagt wird und was nicht, und das Ja. Ökonomische, dass das keine Rolle mehr spielt. Also er hat sich gar nicht mehr inhaltlich positioniert. Was ja auch grundsätzlich richtige Entscheidung ist. Klar, auf jeden. Also ich habe sogar jetzt gehört, dass das Bundesministerium, also das Justizministerium, nicht weiter gegen Twitter vorgehen kann. Hast du es mitbekommen? Nee, warum wollten die überhaupt gegen Twitter vorgehen? Weiß ich nicht. Die wollten da doch irgendwie so auf EU-Ebene irgendwas vorbereiten. Da war doch irgendwie Ja, Stress. das ist der Digital Services Act, Genau, den du genau. meinst. Also es gibt da auf jeden Fall irgendeine neue Nachricht. Lass ich dir auf jeden Fall zukommen, den Artikel. Ich habe ihn Ich nicht habe das gar nicht so gelesen. genau verfolgt. Also, Ding ist, wenn da Juristen solche komischen Gesetze schreiben, die total lang sind und die dann auch noch so allgemein formuliert sind, dass sie jedes Gericht anders auslegt, dann ist das nicht Alles gut. gut, Also danke, deswegen ist Rollo. dieser Digital Geburtstag. Services Act ja Du so wurdest problematisch soeben von gewesen, Erwin zu einem weil Talk man da total eingeladen. allgemeine Formulierungen Y-NGM-O5 der gefunden hat, Krone. was eventuell zensiert werden kann. Und das kann halt so oder so ausgelegt werden. Und wenn Gerichte dann nicht klar die Meinungsfreiheit höher gewichten, dann ist das halt ein total tolles Zensurinstrument.
Auf jeden Fall. Ich denke sogar, dass auch sowas, naja, wie soll ich sagen, absichtlich so schwammig gehalten wird, damit man halt eben ein möglichst breites Spektrum an, ja, an Interpretationsmöglichkeiten halt einfach hat. So, ne? Je schwammiger du irgendwas formulierst, desto mehr kannst du ja irgendwie, naja, da rein interpretieren. Und je präziser irgendwas definiert ist, im schlimmsten Falle noch Legaldefinition, da ist dann sofort klar, was gemeint ist, ne? Also das wäre schon krass. Von daher, ja, klingt für mich nach einer ganz normalen Gesetzgebung in Europa, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja auch in Deutschland so. Wir haben ja dieses Netzwerkdurchsuchungsgesetz, was ja auch schon Ja, unglaublich ja. problematisch ist. Ja. Einfach, weil es Plattformen dazu zwingt, illegale Inhalte zu löschen, ohne dass es da ein Gerichtsurteil oder irgendwas gab. Also eigentlich sollten ja Inhalte, die illegal sind, die sollten gelöscht werden, die sollte auch bestraft werden. Also Verleumdung ist illegal, Aufruf zu Straftaten ist illegal, ist ja auch richtig so. Also man sollte ja jetzt nicht hier, keine Ahnung, tötet die Ungläubigen in die Welt hauen dürfen und das dann auch auf YouTube monetarisieren können. Ist vielleicht ganz gut. Aber ja, dass man einfach eine andere Meinung hat, das sollte auf keinen Fall zensiert werden. Und das passiert halt durch solche Gesetze wie den DSA oder das Netzwerkdurchsuchungsgesetz. Und das ist natürlich von den Plattformen und den Werbetreibenden auch so gewollt, dass da bestimmte Narrative eben nicht Donnerstag, verbreitet Talk werden mit dürfen. Erwin. Bimolino, danke für deine 100 Bits. Donnerstag Talk mit Erwin. Ja, ich sehe es hier gerade schon im Chat. Ich kann mich nicht auf beides konzentrieren, aber sehr schön auf jeden Fall. Gehe ich natürlich gerne drauf ein. Du bist Donnerstag Ja. bei Erwin? So, Cool. also der Chat klärt das gerade für mich anscheinend. Ja, ich habe schon lange nicht mehr mit Erwin gesprochen. Wir hatten so ein bisschen Beef. 2 Jahre Hat es mir schon mal fast. erzählt bei unserem ersten Ja. Gespräch. Genau. Aber das ist jetzt, das wird jetzt wieder. Es wird jetzt wieder. Wir hatten auch schon wieder Instagram, haben wir schon ein paar Mal oder einmal geschrieben jetzt und so weiter und so fort. Ja. Ja. Also ja, anscheinend. Er hat mich eingeladen. Oh, das ist ja nett. Donnerstag, Freitag. Angebot von Erwin ging raus. Ja, wunderbar. Falls er noch on ist, ach nee, to boost rate, ne? Ja, Erwin, falls du gerade zuguckst, ich bin dabei. Ich komme. Ja. Freut mich, freut mich. Ja. Oh, das wird lustig, ne? Ja. Das wird ein interessantes Gespräch. Ja. Mit wem hast du jetzt zuletzt gesprochen? Außer mit mir? Mit Realtalk ist das, mit Ach, echt jetzt? ja, Mit den allen, mit mit Tim, allen dreien, Farid und oder? Tobias Hoch. Nee, nicht zusammen mit allen dreien. Okay, sondern Aber mit wem? Mit ach so, Outlaw? du meinst mit den dreien von Realtalk ist das, ja. Hm? Ah ja, okay, na gut. Ja, ich habe ja ganz guten Draht zu Outlaw. Verstehe mich ganz gut mit dem. Habe ich nicht gesehen, gibt's das irgendwo? Warte, das war am Nee, Samstag, kann die das hatten es sein? noch nicht auf YouTube. Die hatten es noch nicht auf YouTube. Die Ach laden ja so. ihre BODs immer auf YouTube hoch und ich hätte es dann auch auf meinem Zweitkanal dann gepackt. Ach so, ach so. Ach so. Ja, okay. Hier hat im Chat gerade noch einer geschrieben, dass ich Marx' Inflationstheorie nicht richtig wiedergeben würde. Bitte erklär das mal im Chat. Vor allem, dass hier eben noch gar nicht um Marx' Inflationstheorie ging. Ja, gut, das ist ja immer so. Manche Zuschauer, die kommen natürlich dann irgendwie immer so ein bisschen rein, ja, aber klar. Erkläre dich. Ja. Du sagst es jetzt mit deinem Mikrofon, das hat nicht funktioniert mit den Filtern. Wieso, hört sich das schlecht an heute, oder? Nein, es hört sich eigentlich sehr gut an, tatsächlich. Ja, dann funktioniert das jetzt. Ich habe noch ein paar Sachen anders eingestellt als sonst. Ja. Weiß gar nicht, was ich. Stimmt, ich hatte die Lautstärke fixiert heute mal. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Ach so, ja gut. Ja, ist eigentlich nicht schlecht, weil, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall hier, ich kann ja immer noch selber lauter und leiser machen, alles Mögliche. Das ist, glaube ich, schon sehr gut. Ja, ich habe dann auch so ein paar andere Kniffe auf Lager. Die habe ich allerdings nicht mehr so auf dem Schirm, deswegen da muss ich mir morgen noch ein, zwei Videos angucken. Dann kann ich da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben, so, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie sieht's denn mal aus mit einem neuen Mikrofon?
wie so ein neues Mikrofon. Das Ja, ist. die kosten doch nichts heutzutage, diese Rode-Dinger. Alleine schon, ja, hier, alleine schon, damit Rolo die Schnauze hält. Der nämlich in den Chat schreibt, der braucht dringend ein neues Mikrofon. Mach doch ein Donation-Goal. Lass dir das doch vom Das Chat ist ein paar finanzieren. Monate alt. Das hat über 100 Euro gekostet. Hä, du sprichst jetzt gerade nicht über die iPhone-Dinger. Nein. Ach krass, okay, alles klar. Ja, sehr gut, Spreche okay. über ein Mikrofon. Hier. Siehst du, Rolo, dann haben wir doch. Ach, das Ding hast du, okay, alles klar. Warte, das ist nicht von Elgato, ne? Nee, das ist von Blue heißt die Firma. Blue Yeti, kann das sein oder so? Ist es das? Ich weiß es nicht. Ja, Das kenne ja. ich auf jeden Fall und ich kenne einen Creator, der das benutzt. Ja, der macht sogar auch Videos darüber, wie man die Dinger einstellt. Leos Mind heißt der. Kann ich dir auf jeden Fall mal schicken, dann bist du auch auf einem guten Level. Ja, das hörte sich manchmal vorher so ein bisschen blechern an irgendwie, aber jetzt nicht. Also ich glaube, es hat nicht jeden gestört, sondern wahrscheinlich nur vereinzelt, ne? Ja. Ja, nach einer Stunde kommen dann immer Leute in den Chat und beschweren sich. Ja, echt? Ja, gut. Oder auf YouTube später, wenn ich die Videos dann da hochlade, kommen irgendwelche Leute und beschweren sich. Ja, okay. Ja, wir werden dem Abhilfe schaffen. Es ist nicht das Problem. Ja, dann ist Rolo auch zufrieden. Ja. Hier schreibt der Dings, ich hätte die Rolle, die Marx dem Geld zuweisen würde, nicht richtig wiedergegeben. Aber inwieweit ist diese Rolle denn relevant? Also, diese Rolle spielt ja erstmal keine Rolle dafür, ob die Geldtheorie richtig ist. Also das, was Marx da beschreibt, nämlich, dass Geld so viel wert ist, wie und Arbeitskraft zu seiner Herstellung erheischt wird, das stimmt ja einfach nicht. Also zu Fiat-Geld, da drückst du auf eine Tastatur, fügst eine Null hinzu und das braucht ja keine großartige Arbeitskraft. Also nach der Logik wäre Fiat-Geld wertlos. Also das stimmt einfach nicht, was Marx da schreibt. Es ist keine passende Geldtheorie zu unserem Geldsystem. Für Goldgeld, keine Ahnung, vielleicht passt es in Ernährungsweise, habe ich jetzt keine Daten zu, aber für unser Geldsystem, da ist das evident falsch. Ja, also ich habe natürlich alle Werke von Marx gelesen und auswendig gelernt und könnte das hier locker erklären, aber ich will euch mal testen, deswegen lasse ich euch mal. Ja, Mann. Ja, wie hast du Silvester verbracht? Ich hatte Raclette gemacht Oh, und okay. dann mal Feuerwerk geguckt und dann, ja, Das Übliche. sind wir ins Bett gegangen. Also. Wie stehst du zu der Feuerwerkdebatte, die jetzt wieder mal hochgekommen ist? Feuerwerk verbieten, ja, nein? Völlig bescheuerter Kulturkampf. Also lass Findest die du? Leute doch einfach böllern, wenn sie wollen. Ah, Ja. okay, alles klar. Also ich bin tatsächlich eher so auf der Verbotsseite, aber das auch schon sehr lange. Jetzt kann ich es halt nicht mehr äußern, irgendeinem bestimmten Lager ohne irgendeinem bestimmten Lager gerechnet zu werden. Aber meiner Meinung nach könnten sie es auch verbieten, ist mir auch egal. Ja, aber du hast recht, es ist mittlerweile ein Kulturkampf ausgeartet, auf jeden Fall. Ne? Man kommt da nicht mehr drum rum. Naja, vor allem, also wenn du selber nicht böllerst, ist doch okay, aber andere Leute, lass die doch. Also ist ja nur der eine Tag im Jahr, wo das großartig passiert. Ja, klar, okay. Da kommt natürlich immer irgendwie dieses Argument, die Tiere und so weiter und so fort. Oder auch andere sagen dann halt auch, ja, die Leute verletzen sich und so. Gut, da kann man auch sagen, die Leute verletzen sich am laufenden Band. Ich meine, du kannst auch eine Kettensäge kaufen und dir den Arm absäbeln, das geht auch so. Aber Also, ich. sorry, also mit der Argumentation könntest du für ein allgemeines Alkoholverbot Genau. argumentieren. Ja, also Oder mein. dafür, alle Autos, die älter sind als 5 Jahre, auf den neuesten Sicherheitsstandard zwangsumzurüsten. Also da gibt es Ja. viel mehr Sachen, mit denen du wesentlich mehr Menschenleben wesentlich ja, günstiger retten könntest. Und du könntest da, also nach der Logik dafür argumentieren. Also das schließt sich mir einfach nicht. Ja, Fußball soll man auf jeden Fall auch verbieten, Ken the Brain. Das gehört ganz schnell verboten. Nee, ich bin halt einfach, ich habe halt einfach irgendwie immer so ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich bedenke, dass sich jeder Hinz und Kunz an 5 Tagen im Jahr Schwarzpulver in unbegrenzten Mengen kaufen und einlagern kann. Also ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben so viele verrückte Leute hier irgendwie.
was man da alles draus machen könnte. Das ist, Ja, aber ja, finde ich wir kritisch. befinden uns ja auch nicht in einem Vorbürgerkriegsszenario, also so ist es ja nicht. Klar, das stimmt, ne? Sollte es irgendwann mal so weit kommen, dann wären alle froh gewesen, wenn es verboten gewesen wäre. Also Aber wenn sich da jetzt wirklich ein paar Dutzend Leute anfangen würden, Bomben da selber zu basteln, okay, dann könnten wir darüber reden, aber das ist ja nicht so. also ich finde die Tatsache, dass es denkbar und realistisch ist, auch wenn es nicht passiert, reicht für mich schon aus irgendwie. So. Ja, fahren die Leute nach Polen und holen sich da gefährlicheres Zeug, wenn sie unbedingt Bomben bauen wollen. Also da Klar, kommst du da auch klar. ran. Ja, gut, Also ja, wir haben gut. europäischen Binnenmarkt, da kommst du an alles ran. Also wenn du in einem EU-Land drankommst, kommst du in den anderen auch dran. Ja, schwierig, schwierig, ne? Aber wenn man bedenkt, was man da irgendwie alles draus, ich habe es ja am Anfang vom Stream schon einmal erwähnt, was man da halt alles draus basteln kann, da kann man schon sehr großen Schaden mit anrichten, ne? So, und ich traue halt einfach so dem der Vorsicht der anderen Leute einfach nicht so. Ich glaube, ja, weiß, ja, keine Ahnung. Nee, ich habe einfach so ein flaues Gefühl dabei im Magen, muss ich sagen. Ja. Das mit Tieren und Verletzungen und so weiter, ja, gut, das, ja. Ja, Leute Ich werden kann sich mir immer vorstellen, dass verletzen, das in der aber. Stadt auch noch mal ein bisschen nerviger ist als auf dem Land. Also Ja, kann mit sein. Sicherheit, mit Sicherheit. Also auf dem Land, da hast du da ja nichts eigentlich. Irgendwie so, ne? Da hat jeder irgendwie, keine Ahnung, alle holen sich ihre paar Knallfröschchen. Aber in so größeren Städten geht es ja teilweise richtig ab. Wobei es ja jetzt nicht so schlimm war wie letztes Jahr, ne? Habe ich gehört. Es war nur das zweitschlimmste Silvester, meinte jemand. Aber so in einem Unterton von wegen, dass das ein Erfolg ist, halt. Es war nur das zweitschlimmste. Ja. Das kann sein, Clara. Da bin ich tief chemisch nicht so im Game. Ne? Vielleicht geht das auch so, aber naja. Warum sagt man mal irgendwas, kommt irgendein Zuschauer, der es besser weiß? Das ist schlimmer auf Twitch. Ja, also ist dann ja wahrscheinlich auch so, ne? Aber keine Ahnung, das ist so ein Feuerball. Ja, es ist schwierig, keine Ahnung. 4.500 Polizisten allein in Berlin. Ja. Breaking Bad-Liebhaber wissen Bescheid, ja. Nee, Ja. aber kommen wir mal zurück zu unseren zwei Hauptthemen. Krieg hatten wir jetzt, glaube ich, genug. Hatte ich auch in den letzten Tagen, glaube ich, bei mir genug. Wir waren ja bei Dara. Wieso ist es legitim, auf Dara zu reagieren, aber nicht auf Shoyoka? Es gibt ja einige wie Imp oder Proletopia, die da aus diesem Shoyoka-Streit ausgestiegen sind, aber auf Dara weiterhin reagieren. Also ich habe mich ja von vornherein so ein bisschen ferngehalten von der Shoyoka-Sache. Im Sommer war das noch ein bisschen anders. Ich habe einmal so einen richtig üblen Rant-Stream gemacht. Da hat Bartonek auch direkt drauf reagiert und das irgendwie verurteilt und bla bla. Da habe ich auf jeden Fall schon meinen ganzen Rant für das Jahr 2023 in dem einen Stream abgehoben gehabt. Aber ich weiß nicht. Also mir ist das momentan einfach, ja, wie soll ich sagen? Mir persönlich, ich kann natürlich nicht für die anderen sprechen, aber mir war dann irgendwann das Thema zu heiß, so, weißt du? Dann wurde, Warum es so heiß? naja, da wurde Nemesis halt gebannt und so weiter und so fort und war irgendwie weg. Und ich glaube, die zeigt auch momentan alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So, Ja, aber das ist ja das Ziel von ihr. Also man kann ja. doch nicht sagen, okay, jetzt schränkt sie die Meinungsfreiheit an, jetzt belohnen wir das dadurch, dass wir sie ignorieren. Also dann muss man ja gerade da drauf gehen. Naja, also ich Also ignoriere sie ja auch nicht, ne? Also ich rede ja schon darüber. Ich hatte letztens noch ein Gespräch mit Vollratix darüber, ist auf dem YouTube-Kanal. Nur ich reagiere halt nicht auf ihr Material. So, ne? Das ist halt das Ding, so. Material auf Twitter hat ja eigentlich schon gereicht. Ja. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß nicht, das ist auch irgendwo eine gewisse Plattform, ne? Ich finde also, was Shoyoka da abzieht, geht gar nicht. Also ich finde, die lebt da komplett in ihrer eigenen Welt. Also völlig, völlig jenseits der Realität, würde ich schon fast sagen. So, ne? Und Na, als die mir Sache dann faktisch. kam, mit Montana Black, wo es dann hieß, ja, der will mich klatschen oder so. Da war vorbei für mich und ab dem Zeitpunkt war ich mir persönlich ehrlich gesagt auch sicher,
dass das irgendwo auch, ja, dass da irgendwo auch ein Vorsatz Vorsicht, hinterstecken muss. nicht pathologisieren. Nee, 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 nicht pathologisieren, aber dass da halt ein Vorsatz hinter ist, so, dass man, dass das irgendwo auch gar nicht mal so, ja, dass es schon ein bisschen gewollt ist, so, ne, dass man den Beef halt auch gar nicht beenden will, weil die Aufmerksamkeit, die ist natürlich da, ne, Aufmerksamkeitsökonomie halt so, ne, ja. Ja, Ja, Motiv ich unterstellen, glaube, viel besser, ja, das mache ich gerade, habe ich auch Evidenz, ne. ich glaube, das war wirklich ein ziemlich armseliger Versuch, Monte in die Nähe von Gewalt gegen Frauen zu rücken. Also das, was diese Bubble ja schon des Häufigeren versucht hat. Also da Ja. gibt es ja auch von Alerta und so noch lächerlichere Versuche, ihn in die Nähe von Rechtsradikalismus und so zu rücken. Also man will Monte canceln, man will Kuchen canceln, bei Kuchen hat man es geschafft, man hat es sogar geschafft, Nemesis zu canceln durch so ein eigentlich illegalen DCMA-Strike, gegen den Nemesis dann nicht juristisch vorgegangen ist, weil das Missbrauchten, einfach zu ja. lange gedauert hätte. Ja, also diese Leute sind keine Freunde der Meinungsfreiheit. Und Nee. diese Taktik, die dient wirklich dadurch, Gegner aus dem Diskurs wegzucanceln. Das ist diese Cancel-Culture, die wir hier gerade hautnah miterleben. Ja, mich hat es ja vor 3 Monaten oder so auch getroffen, ne? Da hat Seattle One ein Video über Tobias Huch gemacht. Das haben sich alle reingezogen. Nur bei mir wurde halt der DMCA-Strike eingehauen, ne? Also ich war, glaube ich, die einzige Person, die dagegen war. So, ne? Alle anderen waren halt aus Seattles Bubble und haben ihr natürlich zugestimmt. So, aber ich war halt der Einzige, der ein DMCA bekommen hat. So, ne? Seattle One kenne ich gar nicht. Ist das so ein Nein? komischer Twitter-Account wie Alerta oder? Ach ja, so ähnlich, so ähnlich. Geht auf jeden Fall in die Richtung. Ja. Mit der habe ich auch eine Vorgeschichte, aber das wäre jetzt, wird jetzt zu weit ausholen. Ja, von daher fand ich da auch halt so ein bisschen, dass sie da irgendwie ihr DMCA-Recht irgendwo, ja, keine Ahnung. Ja, was heißt missbraucht? Also auf jeden Fall nicht so eingesetzt hat, wie man es hätte machen sollen. Vor allem, die hat das einfach so 1 Stunde bevor der VOD eh raus gewesen wäre. Es gibt ja so eine bestimmte Zeit, die läuft ja ab. Entschuldige. Und dann ist der VOD raus. So, ne? Und 1 Stunde bevor der raus war, hat sie das dann halt gemacht. Also, die hat sich wahrscheinlich Real Rap irgendwie in den Wecker gestellt oder so. Was halt schon krass ist, meiner Ansicht nach. Ja. Ja, und Ja, ich deswegen, sag ja, also. das machen diese Leute taktisch. Ja, genau. Ich würde dir aber zustimmen, dass, naja, also ich würde dir dahingehend zustimmen, dass schon, also jetzt Shuyoka, man merkt halt auch einfach bei ihr irgendwie, sie hat auch einfach juristisch gar keinen Plan von der Materie und so weiter. Sie weiß gar nicht, was sie da macht. Sie weiß gar nicht, was ihr Handeln und ihre Aussagen so für Meinungsfreiheit und so weiter bedeuten. Also das hat man ja zum Beispiel auch bei Solmecke Das wieder ist, gesehen. ich glaube, sie weiß es. Ja, Ich meinst du? glaube, sie weiß es. Ja, ich glaube, sie ist ein Gegner der Meinungsfreiheit. Also ich glaube, sie Echt? findet demokratische Prinzipien. Ja, das ist bei diesen ganzen Wolken so. Also sonst retweetest du nicht Alerta, sonst retweetest du nicht Tilted-Floste. Ja. Also sonst. Also das ist bei einigen so, da würde ich dir mit Sicherheit zustimmen, aber ich weiß nicht, ob sie das Ausmaß da irgendwie begreift tatsächlich. Weiß gar nicht, ob sie wirklich so aktiv gegen die Meinungsfreiheit ist. Ich glaube, sie ist einfach gegen alles, was ihr irgendwie entgegengeht oder so. Aber dass sie wirklich weiß, was sie da tut, das glaube ich nicht. Also woher sollte sie das auch wissen? Wenn du ihr etwas anderes unterstellst, außer dass sie nicht genau weiß, was sie tut, dann pathologisierst du sie. Und dann würdest du Ja. behaupten, dass sie nicht ganz normal denkt. Deswegen unterstellen wir das jetzt einfach mal, dass sie immer komplett weiß, was sie tut. Ja, gut, nee, Dann sind wir auf also der sicheren Seite. klar, aber nee, es ist gar nicht Pathologisierung, dass sie irgendwie, keine Ahnung, da irgendwie einen Knacks hat oder sonst was und das deswegen nicht ergreifen kann, sondern dass es einfach Unwissenheit ist. Nein, Unwissenheit. natürlich nicht. Aber sobald du behauptest, dass Shuyoka irgendwie nicht schlau handelt oder Ach irgendwie so, einen Fehler gemacht hat, dann ja. ist das laut ihrer Meinung schon Pathologisierung. Also Ja, klar. deswegen sage ich das Frauenfeindlich, dies, einfach. das und so weiter und so fort. Hetzkampagne und so weiter und so fort. Ja, 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 deswegen einfach sagen, sie ist eine Demokratiefeindin, dann ist man auf der sicheren Seite. ja. Ja, gut. Ja, gut, da unterscheiden wir uns dahingehend in der Meinung, dass von wegen Vorsatz und Fahrlässigkeit sozusagen. Ich glaube, du sagst, sie ist eine vorsätzliche Demokratiefeindin. Ich eher so, ich sag eher, sie ist eine fahrlässige Demokratiefeindin. So.
Wie würdest du das bei Dara einschätzen? Ich meine, der hat ja auch gesagt, dass politische Gegner in Angst und Schrecken leben sollen. Also, Dara halte ich ehrlich gesagt nicht mal für nicht mal für einen Demokratiefeind, sondern für einen Opportunisten. Ich glaube, Dara findet das System so, wie wir das haben, eigentlich schon ganz gut. So, und will auch nicht wirklich, dass das abgeschafft wird oder sonst was. Nur Dara tut halt alles und sagt halt alles, was irgendwie, was ihm Beliebtheit, Klicks, Aufmerksamkeit bringt und so weiter. Dafür wird er alles sagen, glaube ich. Deswegen finde ich es bei ihm eigentlich sogar besonders schwer, einzuschätzen. Karrierist, ja. Nee. Ob Leute 100% von dem, was sie da vertreten, ideologisch überzeugt sind, das weiß natürlich nie. Aber das, was Dara sagt, das geht da schon ganz klar in diese Richtung. Also, er hat sich ja Ja. beispielsweise auch in einem Talk mit mir so verteidigt, dass der Staat gerade bestimmte Thinktanks da finanziert, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung, wie das Zentrum Liberale Moderne, die dann Positionelle diffamieren und versuchen, wegzucanceln. Also das fand Dara ja gut und richtig, weil sich das ja gegen die bösen Verschwörungstheoretiker richten würde. Ja, aber auch hier wieder, ich glaube, der ist halt einfach, er will halt einfach seinen Chat bestätigen. So, also, wenn der Wind in seinem Chat jetzt ein ganz anderer wäre, dann würde er, glaube ich, auch ganz andere Sachen sagen. So. Ne? Von daher weiß ich nicht. Ich glaube, viele wissen einfach gar nicht, wovon sie reden, irgendwie. Ne? Ja, aber bei dieser Woken-Bubble, das ist das schon weit verbreitet. Also Dekadent hat ja diesen Sommer zu Wahlfälschung aufgerufen. Also das ist ja, also wie soll man das noch nennen? Bei Dekadent ist das ein bisschen was anderes, weil Dekadent sagt ja, hatte sogar nicht letztens irgendwie gesagt, ich habe nie gesagt, dass ich ein Demokrat bin. Naja, das wäre wenigstens ehrlich. Also Also Dara hat sich Demo ja noch Dekadent, das muss der der radikale Demokrat genannt. ja, also ja, genau. Stimmt. Nee, aber Dekadent, der ist da, glaube ich, schon ein bisschen, der weiß da schon eher, was er macht und sagt und tut. Ich glaube, der ist schon eher auch, ja, auch überzeugt davon tatsächlich. Ne? Ja. Schwierig, schwierig auf jeden Fall. Ne? Aber ich meine, er hatte Ja, das aber gesagt. deswegen erlebst du das gerade auch so wie ich, dass die Wokisten gerade auf Twitch nach und nach zurückgedrängt werden? Also durch diesen Shoyoka-Beef jetzt, durch diese weitere Aufmerksamkeit, die solche Leute wie Dara über das letzte Jahr hinweg durch ihre vielen ja, Ausfälle erhalten haben? Also, was meinst du mit zurückgedrängt? Dass sie argumentativ in die Defensive geraten, dass ihre Ja. Narrative nichts mehr bestimmen können. Also wir haben ja auch Ja. gesehen, dass jemand wie Tilted Floster versucht hat, die militante Veganerin zu canceln, das zuerst von einigen großen Kanälen unterstützt wurde, aber der mit diesem Projekt mittlerweile gescheitert ist, beispielsweise. Ja, also ich sehe halt auch irgendwie, also zurückgedrängt, also von wegen Aufmerksamkeit würde ich halt nicht sagen, sondern sie haben eher an Aufmerksamkeit dazu bekommen. So, ne? Aber schon dahingehend zurückgedrängt, dass zum Beispiel mittlerweile irgendwie die Ohren zumachen, wenn sie bestimmte Worte hören, wie zum Beispiel Marginalisierung oder teilweise reicht auch schon bei manchen Leuten das Wort problematisch. Das beobachte ich halt irgendwie auf Twitch, dass wenn irgendwie so ein Wort kommt, dass die Leute sozusagen schon direkt geschärft sind und es dann irgendwie heißt, oh, komm, das ist doch ein Wokey und so weiter und so fort, ne? Oder offen dies und Ja, jenes und siehst du, so weiter. das ist ein Anzeichen dafür. Das ist Ja, ein Anzeichen dafür. ja, das würde ich schon sagen, doch. Siehst ja auch, dass Kanäle, die das kritisch sehen, wie du, wie ich, wie Erwin, wie Imp, dass die mehr Zulauf bekommen. Und ich glaube, auch rechte Kanäle werden in letzter Zeit immer größer. Während die Das auf jeden Woken-Kanäle Fall. eher stagnieren oder kleiner werden wieder. Ja, das auf jeden Fall, definitiv. Keine Ahnung, bei mir ist das sowieso immer so ein Up and Down. Also, ich hatte auch schon mal 150 Zuschauer und ich hatte auch schon mal 30 Zuschauer. Also, ich bin ja auch immer hier und da mal wieder weg. Also, kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber ich versuche ja tatsächlich irgendwie hier und da, wenn ich kann, irgendwie so ein paar Brücken zu bauen. Ne? Also, ich weiß, du siehst ja als so, ja, wie soll ich sagen, also du sagst ja, Woke sind oder Wokisten sind ganz klar politische Gegner. Ja. Genau. Ja. Wie AfDler, wie FDPler, wie Leute, die halt eine komplett andere politische Meinung vertreten. Ja, wenn man davon Also ich sehe die jetzt ausgeht. nicht als Feinde, ich will jetzt nicht, dass sie verschwinden, ich will einfach, dass sie Politik keinen sich nicht politischen Einfluss durchsetzt. mehr haben und Ja. das halt durch Argumente widerlegen, diese Ideologie. Ja.
Also wenn man das so sieht, dass sie tatsächlich mehr oder weniger, oh danke Michael Jordan, dass die wirklich so, ja, also diese Ideologie wirklich bewusst fahren, die sie fahren, dann ist das auf jeden Fall so. Nichtsdestotrotz finde ich, sollte man schon irgendwie, wenn man irgendwie die Gelegenheit hat, auf ein besseres Miteinander zu kommen, dann sollte man die Gelegenheit irgendwie nutzen. Ich weiß nicht, ob du das. Oh, zuguck, danke für deine Subskription, vielen Dank. Hast du das mitbekommen, dass ich letztens ein Gespräch mit Karl hatte? Wer hat ein Gespräch mit Karl? Ich? Oh nee, das habe ich nicht mitbekommen. Wann war das denn? Ja, hörst dir nicht an. Ich habe mich ziemlich gut blamiert tatsächlich. Aber das ist auf Spotify, schicke ich dir. Da war ich im Haskeier-Podcast mit Rito, Leonidas und Karl. Das sind zwei Mods von ihm. Ja, genau. Also ich halte es für, ich sag mal, nicht falsch, da irgendwie versuchen, so, ja, Kontakte zu knüpfen, herzustellen, irgendwie so. So ähnlich wie Imt das auch nach dem Neitan-Gespräch gesagt hat. Der hat ja auch gesagt, irgendwie so, ja, war jetzt irgendwie nicht cool so, aber ist auch gut, dass man mal irgendwie wieder miteinander gesprochen hat und so weiter. Halt einfach Aber miteinander das muss sprechen. scheitern. Das muss Das. scheitern. Also ja, miteinander sprechen ist immer richtig. Miteinander sprechen ist richtig, da hast du recht. Aber wenn man versucht, mit diesen Leuten politische Allianzen zu bilden, also die werden dann bei der ersten Gut. Gelegenheit in den Rücken fallen, so wie sie es bei Erwin gemacht haben. Also der hat das ja versucht. Der hat sich ja auch regelrecht angebiedert, würde ich sagen, und ist damit ziemlich auf die Schnauze geflogen. Die haben ihn danach ein Jahr lang gestalkt und jedem seiner Streams irgendwie versucht, irgendwas reinzudichten. Also und dann auf Twitter ewig lange Listen über ihn erstellt. Was sie über echte Rechte niemals machen würden. Also rechte Streamer würden von denen niemals angegangen werden. Also du siehst, das sind keine Verbündeten. Also von einem halben oder ja, was von einem halben Jahr, von einem ja, halbes Jahr, dreiviertel, nee, eher halbes Jahr, da kannten wir uns noch nicht. Da war Alerta hier bei mir im Chat und hat das auch gesagt. So, ja, nee, richtige Nazis lasse ich in Ruhe. Warum, wurde jetzt nicht näher ausgeführt irgendwie, aber die Wahrnehmung, die stimmt auf jeden Fall, ne? Also das hat Alerta selber hier gesagt. So, ne? Ich habe es jetzt nicht verstanden, aber ja, das ist ja irgendwie immer so das Ding, ne? Es werden, wer hat das gesagt? Ich glaube, Sinan hat es gesagt im Gespräch mit ihm. Vor allem Abweichler. Abweichler werden hart angegangen, teilweise mehr als die eigentlichen politischen Gegner. So, ne? Und Ja, ja. das ist, glaube ich, bei Erwin so ein bisschen passiert. Nach Beginn des Ukraine-Krieges, wer wurde da am härtesten angegangen? Nicht etwa irgendjemand, der Krieg fordert, sondern die Friedensbewegung. Die wurde am härtesten von den Wokisten angegangen. Da wurden die übelsten Sachen unterstellt und dann wurde sich immer ja, auf das berufen, was die westliche Kriegspropaganda gerade als Neuestes erzählt hat. Ja, safe, safe. Hat man jetzt auch in deinem Gespräch mit Tobias Huch gesehen, als du ihn gefragt hast, wer reproduziert denn hier die Russland-Propaganda, wo er dann geantwortet hat, Sevim Dagdelen und Sarah Wagenknecht und ihm einfach kein AfDler eingefallen ist. So, ne? Ja, Fand ich schon ein bisschen bezeichnend. seine Begründung fand ich bezeichnender. Die Begründung, ja, Russland fühlt sich von der NATO bedroht, das ist russische Propaganda. Nee, das ist einfach der Realismus. Das ist eine politikwissenschaftliche Denkschule, die davon ausgeht, dass Staaten sich von der Macht anderer Staaten bedroht sehen, automatisch. Dass es halt Anarchie im Staatensystem gibt und wenn ein Staat mächtiger ist als ein anderer, dann sieht dieser andere Staat sich automatisch bedroht in seiner Sicherheit und versucht deswegen selber mehr Macht zu akquirieren. Friedensknopf. Ja, stimmt. Das war auch so ein Meme, ne? Ich Ja, weiß gar ja, nicht mehr, ja. von wem das kam. Da. Ach, von Dara, okay, alles klar. Ja, Danke, der klar. hat ja letztes Jahr, der ist ja überall rumgetingelt und hat Ja. sich so ziemlich blamiert. Ja, stimmt. Also ich weiß nicht, am Anfang hatten die ja noch diesen Grabenkampf auch und so, ne? Da war ja auch, da hat er, glaube ich, nochmal einen richtigen Boost bekommen, was Zuschauer angeht und so. Aber das ist dann ja auch irgendwie alles ein bisschen in die Brüche gegangen. Ja, und dann ging ja auch schon fast nahtlos die Skurrilz-Geschichte los, ne? Wo er dann ja auch eine Rolle gespielt hat. Und dann war das Thema erstmal beendet, ne? Ja. Ja, ich glaube, der hat sich ja sogar tatsächlich von Skuros. Wurde der nicht sogar abgemahnt von dem? Ja. Was da genau rechtlich rausgekommen ist, weiß ich noch Ne, nicht. ich auch nicht. Wir haben sich da jetzt auf Twitter gestritten und ich will mich da auch nicht zu äußern. Am Ende werde ich ja auch noch abgemahnt. Also.
Ah, nee, das glaube ich nicht. So schnell Kann ich geht das, glaube vorsichtig ich, nicht bei sagen. Skuros, aber. Nein, nicht bei Skuros, bei Dara. Ach so, bei Dara. Ja, okay, alles klar. Ja, gut, wenn er da noch die Zeit für hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, wenn das dann natürlich zu. Skuros klagt jetzt seine Abmahnung durch. Boah, wenn das da wirklich zu Prozessen kommt und so weiter, ich meine, da wird es ja. Die werden dann ja öffentlich sein, ne? Also, da ist ja sofort ein öffentliches Interesse begründet und so weiter. Bei den Reichweiten, um die es da gibt. Das wird krass. Das wird krass, ne? Ich will das gar nicht irgendwie juristisch bewerten oder so, kann ich auch gar nicht. Aber das wird spannend. Das wird spannend. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, das war letztes Jahr ziemlich lustig, wie diese ganzen Rokisten, also das ist ja nicht nur Dara, das waren ja sogar noch kleinere, es waren ja sogar die Mobs von Dara, die sogar bei Gronkh im Stream oder bei Gronkh zumindest auf Twitter thematisiert wurden, weil die eine da geschrieben hat, dass Gronkh ziemlich rechts sei, wie er Ja, gegen Shuyoka gehetzt hätte. Hanna Das ist ja, Morito. Genau, das ist ja genau, schon, genau. das ist ja schon lustig, das ist ja schon lustig, wie Ja, stimmt, Zacke, die geraten in die Defensive. Gronkh hatte sich da ja auch noch zu geäußert, hat ja keinen Namen genannt oder so, aber ja, das war auch wild, ne? Da siehst du mal, was die Gaming-Industrie für eine Macht hat, ja? Bringen einfach irgendwie so ein Hogwarts-Spiel raus und Deutschland brennt, gefühlt so, ne? Ja, es waren ja nur ein paar woke Twitter-Krieger, die das brennen sehen wollten. Also Ja, sonst wollte Gott das ja sei eigentlich Dank. keiner. Nö, nö, Also also. die meisten Leute wollten in Ruhe gelassen werden und viele hätten von dem Spiel wahrscheinlich gar nichts mitbekommen ohne diesen Kulturkampf. Ja, nee, wahrscheinlich war es eher sogar noch so ein bisschen so eine Art Werbung. Ne? Es gibt keine negative Publicity, ne? Sagt man ja auch so schön, ja. Sehen manche ja auch anders, aber ja, Hogwarts Legacy war das meistverkaufteste Spiel 23. Ja. Ja, sind ja noch so Leute wie Orange Morange und so weiter hingegangen. Streisand-Effekt, genau, Michael Jordan, ne? Sind hingegangen und hat gesagt, boah, ich habe mir das Spiel extra zweimal gekauft und so weiter und so eine Scheiße halt, ne? Also da wurde auch gut provoziert auf Ja, jeden Fall. und da siehst du, was diese Leute machen, wenn sie in die Defensive geraten. Sie versuchen, unliebsame Meinungen wegzucanceln, wie Skuros, wie Orange Morange. Also über Skuros wurden ja letzten Sommer übelste Sachen beispielsweise von Dara geschrieben. Ja. Also. Aber auch dumme Sachen, die mir auch im Nachhinein wieder voll in den Rücken gefallen sind. Wie zum Beispiel, ja, ich habe das Ding jetzt gewonnen, soll ich euch meine Klageschrift schicken und so ein Scheiß? Oder als er dann noch den Anwalt angesprochen hat und so, oh, Alter. Ja, aber da Und siehst du, das wie meine diese ich mit Leute juristischer reagieren, wenn sie in die Unwissenheit. Defensive geraten. Das ist ja das Interessante. Das passiert jetzt auch bei Shuyoka. Sie versuchen dann einfach, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um ihre Gegner wegzucanceln, um denen die Meinungsfreiheit wegzunehmen. Bei Shuyoka sehen wir gerade schon, wie dieser Streit auf der nächsten Ebene eskaliert wird. Die Amadeo-Antonio-Stiftung äußert sich dazu und es wird weitere Zensur gefordert. Der Deutschlandfunk macht eine Reportage, wo Ja. Zensur gefordert wird. Ja. Also Bundestagsabgeordnete solidarisieren sich mit Shuyoka und fordern teilweise Zensur. Also von Linken und Grünen vor allen Dingen. Also Ja. das wird schon auf der nächsten Ebene eskaliert. Also Ja, wenn das und so auch. weitergeht, sehen wir Shuyoka vielleicht bald bei Jan Böhmermann. Ich habe letztens irgendwie das Gerücht gehört. Ich weiß nicht, ob es ein Gerücht war oder ob ich mich da verlesen habe, keine Ahnung. Aber stimmt das, dass Jan Böhmermann Schuyoka auf Twitter blockiert hat? Hat das nicht hier jemand gesagt? Weiß das jemand? Weiß es Ja. nicht. Wollt ihr beide mal eure Ansicht zu Transpersonen darlegen, wenn ihr Skoros und Orange Morange so völlig unschuldig framet? Das sag ich nicht, Ist graue unschuldig. Ich Evidenz. würde den moralischen Frame gar nicht verwenden. Also, was heißt unschuldig in welcher Also Hinsicht? gerade Orange Morange hat sich ja schon gut eklig auch teilweise dazu geäußert. Ist mir Also. egal. Ich möchte das hier nochmal ganz deutlich sagen. Es ist mir komplett egal, wie die sich geäußert haben. Ja, Solange das sie glaube nicht ich dir. gesagt haben, tötet Transpersonen oder steckt sie in Lager, sondern solange sie nur gesagt haben, ich sehe das Selbstbestimmungsgesetz anders oder irgendeinen Bruch mal gemacht haben, der jetzt nicht justiziabel ist, dürfen sie das tun. Wir leben in Klar. einem Land, wo Meinungsfreiheit herrscht. Nicht Ja, alles, absolut. was, nicht alles, was illegitim sein mag, ist gleich illegal. Da gibt es Unterschiede. Ja, nee, das würde ich nicht abstreiten. Ne? Ich weiß, du bist überhaupt kein Fan von moralischen Bewertungen. Bei mir ist es wahrscheinlich eher so das Gegenteil. Ich be bewerte sehr gerne moralisch. Deswegen, was soll ich sagen, graue Evidenz, gerade Orange Morange hat sich da meiner Ansicht nach nicht mit Ruhm bekleckert. Bei Skuros hat es sogar positive
Situationen gegeben, wie zum Beispiel als Orange Morange in seinen Stream kam und irgendwie sowas abgelassen hat und Skuros hat ihn dann so ein bisschen gemaßregelt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich man möchte muss mal auch was ein zu bisschen das Grauresidenz Positive sehen. sagen, weil die uns gerade auffordert, was dagegen zu sagen. Es ist mir egal. Es interessiert mich nicht. Darf es Also, ihm egal sein? Ja, darf es. Ja. Also, solange er, wie gesagt, nicht zu Gewalt aufgerufen hat, solange er niemanden verleumdet hat, ist es mir egal. Also er hat jedes Recht, seine Meinung frei zu sagen. Und wenn Leute zensiert werden, dann ist es mir nicht mehr egal, denn dann ist mein erster Gedanke, ich könnte der Nächste sein. Ganz einfach. Ich kann verstehen, Graue Evidenz, wenn du das scheiße findest, so, aber du wirst das du wirst es akzeptieren müssen. So, ne? Also, du kannst eine andere Meinung haben, ich akzeptiere das, also der Agitator mit Sicherheit auch. Aber du musst natürlich genauso eine Akzeptanz walten lassen, ob du das willst oder nicht. Ja. Akzeptieren musst du es nicht, tolerieren musst du es. So. Ja. Diese abgefahrenen moralischen Gesinnungsfragen, nur für die Akte. Ja. Ach, stimmt, das mit Tanzverbot war auch noch, ja. Uiuiui, stimmt. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja. Ja. Wie ist dein Plan jetzt, wenn. Gibt es schon was Neues von der BSW? Nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Also die Partei soll bald gegründet werden diesen Januar, aber du ist noch nichts passiert in die Richtung. Du wolltest eintreten, ne? Ja, wenn sie gegründet ist, dann sehr wahrscheinlich, ja. Ja, ich sehe dich schon im Landtag. Ja, stimmt nicht. Kannst du hier ordentlich, mach mal, ich kannst du hier ordentlich rein subscriben. Ambition irgendwie in die Richtung. Gar keine. Schade. Ja. Ich wollte funny. Einfach nur einfaches Parteimitglied sein. Günni schreibt, Parteigründung soll am 8.1. sein. Ach, dann ist das schon draußen. Ja. Ja, interessant. Ja, ich hatte dir ja schon gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht eintreten. Ich habe keinen Bock mehr auf Parteien. Aber ja, ich habe mir schon gedacht, dass du da eintreten wirst. Ja, immer nur am Rand stehen und rummeckern ist ja auch nicht das Wahre. Ja, also es kann, klar, also mir macht Spaß tatsächlich, aber das ist wahrscheinlich auch bei jedem anders, ne? Danke, Tobi. 2024 wird sehr heiß werden um das Thema Woke, da gehe ich eine sehr große Wette ein. Inwieweit? Ja, inwieweit? Also ich weiß nicht, also mir graust ja so ein bisschen vor der Europameisterschaft. Die ganzen Stolzmonatler haben da ja schon diverse Aktionen angekündigt. Lass die doch. Ja. Doch Köln. Ja, natürlich, klar. Ist doch nur die klar. Also. Ja, klar. Sicher, ne? Also ich denke, es wird so ein Effekt eintreten, wo irgendwie wo die Stolzmonatler so ein bisschen in der großen Menge verschwinden werden, weil sich dann noch viel, viel mehr Leute solche Profilbildchen auf Twitter erstellen und so weiter und so fort. Das wird der einzige Effekt sein, denke ich. Aber ja, wird's geben. Ja, also wenn Europameisterschaft ist, dann sehen wir ja eh überall Deutschlandflaggen, also dann werden die gar nicht mehr groß auffallen. Also, ja. Ja. Also wie gesagt, das ist ja wirklich Definition von Kulturkampf, aber auch da muss man sagen, es ist nur eine Reaktion auf den Kulturkampf der Woken. Die Woken haben nicht diesen komischen Pride-Monat irgendwann eingeführt und belästigen da Leute mit ihren komischen LGBTQAI plus sonst was weiß ich Sachen und machen über Regenbogenfahnen hin und da haben die Rechten jetzt nach zig Jahren mal gesagt, sie machen mal eine kleine Gegenaktion und sofort rasten alle aus. Also ich habe ja sogar am ersten so eine komische Reportage vom Monitor gesehen, was ja komplett übertrieben war, wo die Deutschlandflagge, also einfach nur diese normale Stolz-Deutschlandflagge in die Nähe vom Rechtsradikalismus und so gedrückt haben. Also das ist ja irgendwo, was da teilweise an Reaktionen von den Woken gekommen ist. Ja, absolut. Sehe ich genauso. Ne? Graue Evidenz, ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Entschuldigung, dass ich dir nicht 100% der Aufmerksamkeit schenke, ja? hast du mitbekommen, dass die LGBTQ-Bewegung in Russland als kriminelle Vereinigung eingestuft wurde? Ja, aber ich habe, es wurde ja dann darüber gerätselt, was für reale Konsequenzen das hat. Es gab ja danach einige Drogenrazzien in Schwulenclubs und so. Aber
Also bisher habe ich da noch nicht mitbekommen, dass es da zu großartiger Verfolgung von Homosexuellen gekommen ist, sondern es scheint sich vor allem gegen diesen, ja, politischen, ja, gegen diesen politischen Kampf für noch mehr LGBTQ-Rechte zu handeln. Ja, gut, in Russland wird ja sowieso jede politische Ansicht unterdrückt, die ja gegen den Kreml ist. Also von daher. Es ist, glaube ich, eine Reaktion auf die Radikalisierung auf westlicher Seite, dass man da jetzt quasi sich als konservativer Gegenpol inszenieren will. Echt? Okay. Also Ja, diese gut. würde ich sagen, also dass man in nicht westlichen Regionen sieht, okay, diese woke Überbetonung von all dem, das tut denen anscheinend nicht gut. Wir wollen das hier auf keinen Fall haben und dann neigt man da auch zu irgendwelchen Überreaktionen, die dann in eine andere Richtung gehen. Wobei man fairerweise auch Also schon dazu sagen muss, dass die ganze Bewegung es eh nie leicht hatte in Russland. ja, Homosexualität ist in Russland seit den 90ern völlig legal, außerhalb Tschetscheniens und Schon, klar. da, Ja, gut, ja. legal, ne, aber ich glaube schon, dass die russische Bevölkerung, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe hier gerade irgendwo den Nachtschmied gesehen. Kannst du mal sagen, wie siehst du das? Also der Nachtschmied hatte ja mal gesagt, blaue Haare in Russland völlig undenkbar. Ne? Also ich denke schon, dass es dann, dass es da schon einen signifikanten Unterschied gibt. Ne? Ich muss aber auch sagen, ich war noch nie Ja, da. natürlich. Also, Ich auch ne? nicht, ich auch nicht. Aber da wird hier vieles dramatischer dargestellt, als es ist. Denn du musst bedenken, bis in die 90er Jahre war in Deutschland, also Homosexualität war in Deutschland länger eine Straftat als in Russland. Also es war zwar illegal, aber es war dann straffrei, glaube ich, bis in die 90er Jahre. Also das hat sich ja in den 70er Jahren wurde es straffrei gestellt und in den 90er Jahren erst komplett legalisiert. Es war ja Okay, auch krass. 1992, schreibt Michael Jordan gerade. Okay. Gut. Ja, ist ja im Grunde, die Geschichte spielt ja so ein bisschen keine Rolle, wenn man muss natürlich schon ein bisschen auch die Gegenwart irgendwie im Auge behalten und da ist jetzt, glaube ich, die Situation eher nicht so gut. Wie gesagt, ich bin auch immer gerne dabei, irgendwie so Woke zu kritisieren, wenn sie halt Scheiße labern oder sonst was. Aber so, so eine ganze Bewegung eigentlich so, naja, ich fand das schon krass. Hat mich Ja, schon ein bisschen definitiv, schockiert, muss ich definitiv. sagen, Das dass das so eingestuft wurde. ist, Ne? ja. Ja. Ich meine nur, dass da vorher auch viel übertrieben wird in der Berichterstattung. Also das, wie gesagt, man weiß jetzt noch nicht konkret, was die Konsequenzen sein werden. Das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen, wie das dann ausgelegt wird, ob da jetzt normale Homosexuelle irgendwelche Probleme bekommen oder eben nicht. Das werden wir sehen, aber dass da vorher auch schon bei jedem Land, wo nicht überall eine Regenbogenflagge weht und der Anteil an Homosexuellen und Transsexuellen in der Bevölkerung so dermaßen explodiert, wie das in den USA passiert ist, dass da gleich gesagt wird, oh, die haben es in der Gesellschaft total schwer. Also dass da, nur weil sich das im Westen in den letzten 10 Jahren so extrem radikalisiert hat, dass dann jedes Land, was nicht mit dieser Radikalisierung mitgehalten hat, da plötzlich ein Proponz aufgebaut wird von, dass sich da die Situation plötzlich so schlimm wäre, obwohl sich die Situation in dem anderen Land eigentlich gar nicht groß verändert hat, nur im Westen sich die Situation sehr stark verändert hat. Ja, das, also denkbar ist natürlich immer alles, ne? Das ist ja immer so ein bisschen schwierig an der Sache. Code Red, ich glaube, er meint Homosexuelle, die keine politischen Aktivisten sind. So, ne? Ja. Kennen wir jetzt bestimmte Worte falsch ausgelegt. Ja, hey, du bist ja auf Twitch, Alter. Hast du dich noch nicht dran gewöhnt? Ne, das ist so eher die Regel als die Ausnahme. Das ist so immer so. Hast du das nicht in deinem Chat? Ach nee, du hast ja jetzt so viele Doch, doch. Mods, da traut sich keiner. Aber zu dem Thema, was du mir gerade erzählt hattest, da hatte ich mir nämlich so ein Gespräch auf Infrarot angesehen. Da hatten die so einen Homosexuellen dabei, der in Russland gelebt hat. Und der meinte tatsächlich, das ist gar nicht so schwer, also für normale Homosexuelle gar nicht so schlimm, wie das in unseren Medien häufig gezeichnet wird. Also wahrscheinlich. Er hat auch Freunde, die das anders sehen. Aber wie gesagt, das war ein Erfahrungsbericht von einem Betroffenen. Und man sagt ja immer, man soll den Betroffenen zuhören. Aber ja, wie gesagt, habe mich vorher nicht groß für die Lage der Homosexuellen in Russland interessiert und werde es auch in Zukunft nicht sonderlich groß tun, solange die da auch, also wie gesagt, es scheint jetzt, müssen wir sehen, was da passiert. Also
Ja, ich Das werde wird mal, häufig, ja. ich werd mal ein Auge drauf haben, auf jeden Fall, so grob. Und dann werde ich dich wieder fragen, was du davon hältst. Ja, Infrarot wird vom ehemaligen RT-Chefredakteur geleitet. Ja, Keine also Ahnung. jemandem, der sich in Russland anscheinend gut auskennen wird. Ich kannte das Medium bislang nicht, also. Nein, ist so ein YouTube-Kanal. Ach so, Könnt ihr alle okay. mal vorbeischauen und selber. Der eine schwule RTDE-Typ ist doch freiwillig nach Moskau gezogen. Ja, also kann sein. Keine Ahnung, ich hatte nur Kann auch das ein Interview Token gehört sein. und fand das total interessant. Mehr nicht. Ah. Also, deswegen, aber so, es gibt in Deutschland jede Menge amerikanische Propagandamedien, beispielsweise Springer, dessen größten Aktionär die amerikanische Heuschrecke KKR ist. Ja. Und wir sagen ja jetzt nicht, oh, Springer, böses Propagandamedium, wir dürfen da nichts mehr von lesen, wir nehmen auch die Bild und die Welt und alles, was Ja, von Springer kommt, müssen wir nie wieder als eigentlich. Quelle. Müssen wir eigentlich. Politico, also diese amerikanische Zeitschrift, die die ja gekauft haben, nehmen wir alles nie wieder als Quelle. Aber bei RT sollen wir das plötzlich sagen, das ist doch albern. Ja. Und dann auch noch jeder Journalist, der früher mal bei RT war, den sollen wir nie wieder irgendwie ernst nehmen. Was ist da für ein Schwachsinn? Also, sorry, so zerstört man den Diskurs. Man könnte das machen, aber dann müsste man es halt konsistent auch bei amerikanischen Propagandamedien anwenden. Und nicht nur bei russischen. Ja, Doppelmoral halt, ne? Und bei deutschen Propagandamedien, beispielsweise bei den öffentlich-rechtlichen, könnte man jetzt noch sagen, wenn man polemisch sein wollte, aber das wollen wir ja in diesem Kannst du Stream es nicht. nochmal wiederholen? Ich hatte gerade. Und bei deutschen Propagandamedien, beispielsweise den öffentlich-rechtlichen, das könnte man zumindest sagen, wenn man polemisch sein wollte, aber das wollen Ach wir in diesem so. Stream ja nicht. Ja, bloß nicht, besser ist das. irgendeiner hat letztens hier im Chat gefragt, jetzt wieder ein bisschen off-topic. Ich sollte dich fragen, von welchem Fußballverein du Fan bist. Genau. Mein Gott, am liebsten mag ich St. Pauli, aber ich habe in St. letzter Pauli, Zeit okay. Profifußball nicht mehr so groß verfolgt, tatsächlich. Ja, ich auch nicht tatsächlich. Ja, okay. St. Pauli, interessant, krass. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, so, weiß nicht, du bist irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung. St. Pauli hätte ich nicht mitgerechnet, tatsächlich. Wollte ich nur einmal kurz fragen, ja? Keine Sorge, wir reden jetzt hier nicht über Fußball. Das macht Sella schon im Brotfunk, ja. Mit dem hatte ich letztens auch noch ein Gespräch, kommt morgen auf YouTube. Oh. Schon Warte, alles das war doch fertig. schon auf YouTube. Von Seller, ich lade es jetzt auch noch mal hoch. Nee, das war doch eins. Du hattest doch schon eins auf YouTube. Habe ich den Talk mit Seller schon hochgeladen? Ich weiß es nicht. Oder war das auf Sellers Kanal? Ich weiß es Das nicht. war, ach so, ja, das war auf Sellers Kanal. Das ist dasselbe Gespräch. So. So, ne? Ja. Ich kann dir den VOD schicken. Du wirst ihn wahrscheinlich auch hochladen wollen, ne? Ja, ich kann es mir dann Link schicken oder selber auf YouTube hochladen und dann lade ich es von YouTube runter, das sehen wir dann. Ja, okay, alles klar, gut. Ja, ich mache das jetzt mittlerweile immer so, ich direkt nach dem Stream schneide ich die ganzen Teile in Sinnesabschnitte und dann lade ich das schon mal auf YouTube hoch, stelle das auf privat und die interessanten Sachen, die stelle ich dann halt online, ne? Ich verlinke dann immer die ganzen Leute. Darf ich den Talk hier stückeln und den Na in klar. also verschiedenen Videos hochladen? Na klar, natürlich, kannst du machen. Ich mache das, das funktioniert auf YouTube tatsächlich erstaunlich gut, dass ich Reaktionen oder Talks erstmal stückele und dann habe ich quasi 5 Videos, die lade ich alle hintereinander hoch, die werden ganz normal geklickt und dann lade ich den ganzen Talk hoch und der wird auch ganz normal geklickt. Das heißt, ich habe quasi 5-mal so viele Klicks, wie wenn ich einfach nur den Talk hochladen würde. Ja, oh, okay, geil. Nice, Also der nice. Algorithmus, der scheint so zu funktionieren. Keine Ahnung, Ja. wieso. Die Untiefen des die, nee, die Wege des Algorithmus sind unergründlich, ja, sage ich immer. Okay, alles klar. Hast du noch irgendwas? Nee, nee. Gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Ende. Möchtest du noch was an den Chat richten? Ja, seid kritisch, seid weniger woke. Nein. frohes neues Jahr. Ja, War schön, hier zu Gast zu sein. wunderbar. Hat mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, dass wir dann in Zukunft mal demnächst widersprechen können, auf jeden Fall. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Und ja, Download-Link oder so schicke ich dir dann auf jeden Fall, ne? Ja. Wunderbar. Ich danke dir. Dann bis Alles nächstes klar. Mal. Mach dir noch einen schönen Abend.